Sperma schlucken? Ja, nein und wie überhaupt? Für manche Paare ist es die Verhütungsmethode ihrer Wahl. Für manche ein Ritual, der die Begierde zeigt. Einfach diese bedingungslose Liebe und Akzeptanz. Für manche Paare ist es leider ein Streitpunkt. Wollen wir ein bisschen tiefer in die Aspekte von dieser Thematik reingehen? In den gesundheitlichen Aspekt, in den sexuellen und in den beziehungstechnischen. Zuerst der gesundheitliche Aspekt. Ich bin Nastassja Romanova, die Gründerin der Projekte Lingam Fit und Yoni Fit. Und mir geht es in der Sexualität auch darum, dass ihr gesund, strahlend und glücklich bleibt. Gesundheitstechnisch ist Sperma eine Auslese von dem Besten, was der Mann hat, weil von der Natur ist vorgesehen, dass dieses Beste an die nächste Generation geht, an seine Kinder. Da ist nicht nur das genetische Material, sondern auch ganz viele wertvolle Nährstoffe, die die Spermien unterwegs brauchen und auch enthalten. Und übrigens, Sperma besteht sowohl aus dem Produkt der Hoden, der Testikeln, als auch aus dem Prostatasaft, der ein bisschen süßlich ist und tatsächlich die Spermien unterwegs unterstützt mit der Glucose. Da gibt es Zink, Magnesium, Eisen, viele tolle Aminosäuren, viele tolle Omega-3 und andere Elemente, die wir in unserem Alltag brauchen. Der Mann verliert sie im Moment der Ejakulation. Die Inder sagen sogar, der Mann verliert ein bisschen von seinem Gehirn mit jeder Ejakulation und es hat was dran, weil, naja, Zink brauchen wir sowohl sexualtechnisch als auch für das Gehirn. Deswegen in vielen östlichen Methoden, zum Beispiel in Taoismus und Tantra, wird sehr viel darüber gesprochen, ohne Ejakulation Orgasmus zu kriegen. Zumindest ab und zu, um diese Nährstoffe zu behalten. Wenn sie nicht irgendwo im Kondom verschwendet werden sollen, dann könnte die Frau sie auch empfangen, unter der Bedingung, dass der Mann absolut gesund ist, sich gut ernährt und eine gesunde Lebensweise führt. Wir wissen alle, was verändert den Geschmack vom Sperma. Ananas, Erdbeeren und andere Früchte eigentlich wirken sehr positiv auf den Geschmack. Bier, Zigaretten, eher nicht. Sollte der Mann gerade mit Ringbuilding anfangen und sich brutal entgiften oder andere Entgiftungsmethoden in Anspruch nehmen und dabei auch Übungen machen, wo seine Prostata entgiftet, wäre es grundsätzlich nicht empfohlen, die ersten 2 Wochen Sperma von ihm zu schlucken. 2 Wochen ist aber keine große Zeitspanne. Auch negativ wirkt auf das Geschmack Spargel, Knoblauch, Zwiebel. Eigentlich gesunde Sachen, aber nicht alle mögen das, sagen wir so. In diesem Fall lohnt es sich mit einem kleinen Trick, den ich am Ende von diesem Video verrate, doch tatsächlich eure Partner zu verwöhnen. Also, wertvolle Mineralstoffe, Vitamine, Elemente abgeben und annehmen. Grundsätzlich geht es beim Spermaschlucken um Annehmen und nicht nur von den Stoffen, sondern von der Person selbst. Manchmal fängt die Frau an, sich zu wehren gegen diesen Akt, wenn sie nicht zufrieden ist mit ihrer Beziehung aus dem oder anderen Grund. Wenn sie in der Beziehung für die Sachen gezwungen ist, die ihr nicht so gut gefallen. Und sie lehnt diese Beziehung ab, aber Körper reagiert so, sie lehnt auch das Sperma ab. In diesem Fall lohnt es sich tatsächlich an der Beziehung ein bisschen zu arbeiten. Für den Mann ist es auch ein Zeichen von der bedingungslosen Akzeptanz. Das ist, was viele Männer vermissen. Das ist, was sie genauso blöd anfühlt, wenn die Frau sofort rausgeht und alles sofort rausspuckt. Oder schon eine vorbereitete Schüssel hat und sofort sein Sperma ausspuckt. Das heißt, irgendwas stimmt nicht und die Männer spüren es auch in diesem Moment sehr gut. Wie gesagt, sollte es das Thema für euch sein, bitte überlegt euch, wie könnt ihr kommunikationstechnisch
eure Beziehungen verbessert. Was genau erzählt die Frau dem Partner nicht, was sie gerne verbessern würde, wo es vielleicht Verbesserungspotenzial gäbe. Sexualität technisch. Natürlich, viele Männer assoziieren das Spermaschlucken mit dem, was sie in der Pornografie gesehen haben und dass es dann so erregend aussieht. Meistens übrigens wird das Sperma doch nicht geschluckt, sondern irgendwo anders verteilt. Als Gesichtsmaske würde ich sie eher nicht unbedingt empfehlen, weil die Haut sehr stark zusammenzieht und für die Augen wäre es überhaupt brennend wirken, weil Sperma sehr basisch ist. Übrigens, wer auf die basische Ernährung achtet, sehr gerne nimmt Sperma in Anspruch. Sexualtechnisch von dem Gefühl. Stellt euch vor, während der Ejakulation ist es sehr angenehm, weiterhin stimuliert zu bleiben. Von der Natur ist vorgesehen, dass der Mann in die Frau ejakuliert und die Intimmuskulatur der Frau in diesem Moment von dem ganzen Vergnügen arbeitet. Die Gebärmutter passt sich an. Ja, es gibt den sogenannten Gebärmutterkuss, fast 100%ige Schwangerschaft. Fähigkeit, die sehr wenige von der Natur haben und andere durch Inbuilding entwickeln oder durch andere Techniken. Das ist angenehm. Ja, Orgasmus und du bist empfangen. Und körperlich wird es an der Eichel noch weiterhin gestimmt, was die Frau auch mit ihrer Zunge sehr, sehr schön nachspielen kann. Es gibt sogar Techniken, wo die Frau ein bisschen das Sperma im Mund behält und drumherum die Eichel kreist und damit spielt und den Mann weiterhin verwöhnt und erst dann kommt es mit dem Vakuum rein. Oder beim Deep Throat ist es auch durch die Kontraktionen der Kehle sehr, sehr angenehm. Also Sperma, falls der Mann tatsächlich beim Oralsex ejakulieren sollte, gehört schon geschluckt in einer guten Beziehung, falls sie gesundheitstechnisch gut ist. Wenn es aber aus irgendeinem dummen Grund nicht so stark der Frau schmeckt, Knoblauch, Zwiebel, Spargel, irgendwelche andere Lebensmittel, die eigentlich gut sind, aber nicht so geschmackförderlich wie Ananas und Erdbeere, lohnt es sich mit einem kleinen Trick, sie schmackhafter zu machen. Stell neben deinem Bett ein Glas Cola oder Whisky-Cola und nach dem ganzen Prozess nimm einfach einen Schluck, damit es alles schön runterkommt. Das wirkt ganz normal, wir kriegen alle Durst und auch beim Oralsex kriegen wir Durst. Und ja, das wird ein bisschen die gesundheitsförderlichen Effekte der Sperma natürlich ausgleichen, aber nur ein bisschen. Das Wichtigste ist, dass alle glücklich sind, dass sich alle mächtig fühlen, keine Schuldgefühle und keine Streitpunkte erleben. Und eine erfüllte Sexualität ist der wichtige Schritt zum Aufblühen von jedem Paar. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Gesundheit. Alles